Grüß dich. Gute Samen und Unkraut. Ich denke, dass diese beiden bilden unsere menschliche Natur. Und ich glaube, das heutige Evangelium ist darüber. Es ist nicht über unterschiedliche Menschen, die gute Menschen und böse Menschen, sondern dass diese zwei Teile in uns koexistieren und wir die während unseres Lebens nicht teilen können. Wir müssen zusammen mit dem leben, mit den guten Seiten und unseren schlechten, wir würden es sagen, schlechten Seiten oder herausfordernden Seiten in uns. Wir haben unterschiedliche Neigungen, unterschiedliche Charakterzüge, genetische Veranlagung, die uns manchmal Sorgen bereitet. Warum muss ich so emotionell sein? Warum ärgere ich mich so? Warum das? Warum anderes? Und manche sind durch die negative Erlebnisse auch irgendwie in dem Leben gebildet und sagen, ja, ich habe jetzt Traumas, die jetzt hochkommen und mein Leben kaputt machen. Aber Jesus sagt, nein, nein, du kannst das alles nicht einfach von dir wegschieben, diese alle böse Erlebnisse in deinem Leben oder deine Charakterzüge, die du nicht magst oder noch etwas. Nein, nein, du kannst das nicht separieren. Wenn du das versuchst, wirst du dich selber kaputt machen. Wirst du auch den guten Samen in dir kaputt machen. Und wenn du aber das annimmst als ein Teil von dir, ein Teil, das eine Herausforderung ist, dann und nur dann, denke ich, wirst du kreative Wege finden, indem du deinen Samen zum Wachstum bringst. Und dieser Samen wird wachsen auf eine fantastische Art und Weise, die nicht möglich wäre, wenn du nicht diese Umwege finden musstest, um diese zum Wachstum bringen. Diese bilden dich. Und ja, und am Ende ist der Tage, verspricht uns Jesus, brauchen wir das nicht mehr. Wird nur das bleiben, was wir zum Wachstum gebracht haben. Und das ist eine gute Nachricht, oder? Und was denkst du?